Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück in Lübeck im Jahre 1300 bei dem frisch verlobten Tiedemann Wallendorp. Ja, und eine Sache habe ich da so ein bisschen gleich unterschlagen oder habe mir nämlich gar nicht bewusst gemacht. Wir haben einen Brief bekommen, schon am 30.11. Herzlichen Glückwunsch. Eure Vermählung mit Josefa Linneweber findet am 16. Dezember. Wir haben einen Hochzeitstermin 1300 statt. Zur angemessenen Versorgung aller Gäste von Rang und Namen. Achtet bitte darauf, dass Sie ihr bis dahin genügend Waren für das Hochzeitsfest in eurem Kontor vorrätig habt. So, das heißt, wir müssen für natürlich für ein schönes Hochzeitsfest sorgen und dementsprechend viel Essen und Trinken da haben. Wir laden erstmal das aus, was wir an Bord haben. Und dann gucken wir uns mal die Situation an, was wir vielleicht auf jeden Fall mal einkaufen sollten. Wir haben Gott sei Dank noch Wein im Konto. Ich glaube, den haben wir gar nicht auf Verkauf gestellt. Das ist sehr schön. Das brauchen wir dann sogar gleich fürs Hochzeitsfest. Honig ist ausreichend da, wie mir scheint. Dann Getreide könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr haben. Fisch. Ja, Fisch sollte reichen, aber wir werden sowieso mal. Ich habe da noch eine neue Meinung zu Fisch gefunden. Bier müssen wir vielleicht noch mal einkaufen. Vielleicht sollten wir nicht alles verkaufen. Das sollten wir ihm hier vielleicht mal sagen im Kontohandel. Dass wir mal ausnahmsweise bei Bier einen Bestand von 20 drin lassen. Für die Hochzeit. Genau. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht. Also wir werden... Achso, Fleisch könnte noch von Interesse sein. Da haben wir, glaube ich, gar nichts im Kontor. Also, wir haben ein bisschen was zu tun. Holzwurm muss auch noch ausgeladen werden. Da haben wir nämlich auch noch Getreide. Das ist gut. So, das ist das eine. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen also eine verkürzte Runde fahren. Vielleicht nur bis Aalborg, nicht bis Oslo. Das müsste dann hinhauen mit den 14 Tagen. Müssen wir im Blick haben. So, was ich aber jetzt noch sagen wollte zum... Wir haben ja Winter. Das ist noch so ein Zusatzthema. Ihr seht, dass sie so ein bisschen raureif auf den Dächern. Es ist kühler, spürbar. Und damit verändert sich auch Produktion und teilweise auch Verbrauch der Stadt. Holz wird mehr verbraucht und unter anderem Getreide wird weniger produziert. Einmal am Tag, 7 in der Woche sind das. Wir verbrauchen in Lübeck 9 in der Woche. Das heißt, Lübeck kann schon jetzt nicht den eigenen Bedarf decken. Müssen wir ein bisschen im Blick haben. Es ist nicht viel und die Lager sind voll. Das sollte kein Problem sein. Aber nur, dass ihr es mal gehört habt. So, das nächste ist, ich will noch weiter investieren. Und da habe ich mir überlegt, wir sollten vielleicht als nächstes mal in Gebäude investieren, die uns beim Bau helfen, damit wir diese Rohstoffe selber produzieren können. Das machen wir mal. Also einmal, denke ich, sollten wir eine Ziegelei bauen, einfach um Ziegel mal selber zu horten. Das brauchen wir nämlich wirklich für jeden Hausbau und sonst müssen wir es immer teuer einkaufen. Also hauen wir hier eine Ziegelei hin, die ist recht günstig mit 1000. Das ist kein Problem. Und wir werden auch ein Sägewerk mal bauen. Da müssen wir jetzt Ziegel dazu kaufen. Deswegen ist es ein bisschen teurer, 5000, aber machen wir trotzdem. Erstens brauchen wir selber Holz. Und zwar Holz braucht man sowieso. Holz ist eine der wichtigsten Ressourcen überhaupt. Weil Holz, es gibt ganz viele Betriebe, die Holz brauchen. Es gibt einen riesen Holzbedarf. Also Betriebe, diverse Betriebe brauchen Holz. Die Bürger brauchen Holz, alle Schichten. Und für den Schiffbau braucht man Holz und für den Gebäudebau braucht man Holz. Also Holz ist echt Wahnsinn. Holz muss immer viel produziert werden. Mal gucken, Lübeck ist nicht der optimale Standort, aber ich denke, es ist okay. So, mehr ist jetzt erstmal, glaube ich, nicht zu investieren. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Bad nehmen. Und dann nochmal beten. Eine Sache wollte ich nochmal ansprechen und ich habe mir nochmal ein paar Gedanken gemacht über das Thema Fischverkauf. Ob das wirklich eigentlich so eine tolle Sache ist, was ich da mache. Und zwar ist man da ein bisschen verleitet, psychologisch, weil man folgendes, also wie erkläre ich das am besten? Also, wenn wir uns hier angucken, wir kaufen Fisch für etwa 400, verkaufen es vielleicht für 500, 550, haben dann pro Last eine Einnahme von 100 bis 150 Mark. So, aber das sind Last. Das heißt, für einen Last kann ich 10 Fässer laden. Und jetzt kommen wir zu den von mir häufiger immer so verschmähten Keramik oder Honig. Die haben eine relativ geringe Marge pro Fass von vielleicht 20, 30.
Aber da wir ja für ein Last 10 Fass transportieren können, ist das dann schon ein Gewinn. Also wenn man das jetzt mal umrechnet auf Last von 200 bis 300, also das Doppelte von Fisch. Insofern, ja, sollte ich, glaube ich, doch nicht so viel im Fischhandel investieren. Fisch ist, glaube ich, vor allem dazu da, nicht um Geld zu verdienen, sondern um die Bevölkerung zu versorgen, die arme Bevölkerung. Da kann man wirklich nicht viel Geld machen. Also für 5 Last Fisch kann ich 50 Fass, keine Ahnung, Honig-Keramik transportieren. Und da sollte ich auch ein bisschen großzügiger mit den Gewinn spannen. Also 20 ist das schon in Ordnung, wenn man dann für eine Last 200 verdient. Okay, das also zum Hintergrund. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen zurückhaltender, was den Fisch betrifft. Die große Linie, jetzt verquatsche ich hier unsere Zeit bis Hochzeit, egal. Die große Linie ist aber, wir haben in Lübeck ein sehr hohes Ansehen. Schon jetzt könnten wir aufsteigen in die nächste Stufe. Kaufmann könnten wir werden, haben aber nicht das Geld. Für mich ist jetzt interessant, aber eigentlich vor allem Aalborg und Oslo uns dort bekannt zu machen, weil ich in einer der beiden Städte gerne ein Konto haben möchte. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Bedarfsorientierung, die wir ja sehr stark hatten auf Lübeck, so jetzt ein bisschen umorientieren auf Aalborg und Oslo. Das heißt, also vor allem Aalborg, also vor allem dort auch Sachen verkaufen, Eisenbahn, Bier, vielleicht Honig, Getreide jetzt im Winter ist, glaube ich, richtig gut zu verkaufen. Also wenn wir jetzt hier was einkaufen, wird viel hoffentlich auch in Aalborg zu verkaufen sein. Was ich nicht genau weiß, das könnt ihr mir vielleicht mal erzählen, die Kenner unter euch, ist das auch ein Ansehensgewinn, wenn man Sachen kauft dort? Also ich weiß, wenn man Sachen kauft, die Mangelware sind, dann verliert man an Ansehen. Aber gewinnt man an Ansehen, wenn man zum Beispiel Sachen kauft, die dort produziert werden? Das würde mich nochmal interessieren. Okay, jetzt aber müssen wir noch beladen und dann geht's aber endlich los. Endlich. So, wir laden vom Kontor ins Schiff alle Eisenwaren, die wir haben. 45, hervorragend. Und dann geht's ab. Ab nach Rostock. Und wir müssen bedenken, wir müssen auch noch was für die Hochzeit mitbringen und so weiter und so fort. Also, los geht's. So, wir sind in Rostock. Gucken natürlich hier, nee, nicht ins Arsenal, sondern hier rein und dann verkaufen wir. Eisenbahn, das geht immer gut in Rostock. Bisschen was, wie gesagt, für Aalborg aufbewahren. Fisch läuft hier auch immer ganz gut. Ja, komm, dann sind wir das los. Was ist noch Rostock? Ah, Keramik und Honig war hier immer ganz gut. Komm, dann nehmen wir das mal mit. Vielleicht können wir das irgendwo nett verkaufen. Und ansonsten, oh, hier gibt es Wein. Wir können auch für die Hochzeit Wein kaufen. Sehr gut. Da nehmen wir sogar mal ein bisschen großzügig was mit. Überhaupt, Fleisch brauchen wir auch noch für die Hochzeit. Und Getreide kriegen wir, glaube ich, noch günstiger woanders. Holz denke ich fast auch, wobei Holz jetzt gar nicht mehr so entscheidend ist. Im Moment. Gut, dann würde ich sagen, ja, Felle, Eisenerz, ne. Dann auf nach. Wir müssen aber den Termin hier. Nicht, dass wir unsere eigene Hochzeit verpassen. Das wäre echt peinlich. Auf nach Stettin. Weniger zugeschlagen. Oh Mann. Der treibt auch wirklich sein Unwesen. So. Auf nach Stettin. Auf in die Taverne. Und ansonsten wollen wir ein bisschen was verkaufen. Ja, 5 hiervon. Fisch ist nicht. Fleisch könnte man gut verkaufen. Wir brauchen aber Fleisch für die Hochzeit. Getreide ist ja hier super fantastisch. So, und jetzt verkaufen wir mal. Ihr seht das, ne? Für 25 verkaufen wir jetzt Honig. Also das kann man schon mal machen. Das kann man schon mal machen. Keramik ebenso. Und den Wein brauchen wir aber selbst. So, was kaufen wir hier ein? Stettin ist doch die Stadt des Bieres. Hervorragend. Sehr schön. 60 Fass. Wunderbar. Noch was da, was uns interessiert? Ja, Getreide. Das werden wir jetzt sogar mal in rauen Mengen kaufen. Naja, was heißt raue Mengen? Ansonsten war es das eigentlich hier. Okay. Getreide kommt in den Holzwurm, auch wenn er nicht Getreidewurm heißt. Super Preis.
Und dann geht es weiter nach Danzig. 4. Dezember, alles gut. Geld haben wir auch ohne Ende. 36.000, Richtfest ist gefeiert worden. Sehr schön, die Ziegelei ist da. Da bin ich jetzt schon mal gespannt, wenn wir wieder da sind, was die so verbraucht, wie viel die herstellt und so. Das, vielleicht müssen wir auch mehr bauen. Mal gucken. So, wir sind hier. Wir gucken in die Taverne, im Turm. Nichts weiter los. Wir verkaufen... Ne, wir kaufen noch ein bisschen Bier. 40 ist ein anständiger Preis. Wir können Eisenbahnen verkaufen. Aber ich möchte auch noch was für Aalborg aufbewahren. Nehmen wir nochmal 15 für Aalborg. So. Fisch. Verkaufen wir. Fleisch kaufen wir nochmal ein. Oh, und hier gibt es auch nochmal Wein. Aber 311 ist jetzt auch nicht mehr so toll. Ich denke, das, was wir jetzt an Wein haben, reicht für unsere Hochzeit. Was wollen wir noch in Danzig? Manchmal gibt es hier Wolle. Ja. Das wäre was vielleicht für Aalborg. Und wie sieht's aus? Hier können wir noch Honig verkaufen. Und Keramik auch. Okay. Okay. Fleisch. Nee. Gut. Hier war, glaube ich, nichts. Holz kaufen wir, wenn, dann woanders. Das heißt, Danzig haben wir. Wir fahren nach Thorn. Können wir uns hoffentlich noch leisten. 6. Dezember. Wisst ihr was? Ah, doch, komm, wegen des Kapitäns wäre das schon ganz gut. Okay, wir sind in Thorn. Stolz des Krämers. Nee, der Bierpreis ist nicht gut genug. Bei den Eisenwaren können wir schon ein bisschen was realisieren. Das ist in Ordnung. Und... Wein kaufen wir hier sogar noch ein. Wow, jetzt haben wir aber wirklich Wein gehortet. Sehr schön. So, was ist hier noch zu holen? Was ist hier noch zu holen in Thorn? Leder. Ja. Das war nicht so toll. Nehmen wir ein bisschen mit. Honig ist ja auch ganz gut, aber wir haben in Lübeck viel Honig. Allerdings, ich glaube, wir können in Aalborg auch manchmal Honig verkaufen. Deswegen nehmen wir 5 Fässer mit. Das ist gut. Und es gibt sogar Gewürze. Wisst ihr was? Für die Hochzeit sind wir nicht zu schade. Das können wir, glaube ich, auch für die Hochzeit ganz gut gebrauchen. Und Felle? Na, der Preis ist jetzt nicht so dolle. Okay. Dann haben wir das. Dann fahren wir... Wir hatten hier, glaube ich, hier geguckt. Ja. Dann ist die Frage, reicht die Zeit noch, um nach Aalborg zu fahren? 3 Tage, oh ja, locker. 11. Was heißt locker? 11. und dann zurück? Ja, das müsste bis zum 16. klappen. Ich hoffe, da kommt nichts dazwischen. Wie gesagt, die Peinlichkeit wollen wir uns ersparen. Diesmal könnten wir eigentlich ausnahmsweise noch in Malm... Naja, na los, komm, weil wir direkt vorbeifahren. Ausnahmsweise. Vielleicht gibt es für unsere Braut noch was Schönes. Es gibt noch eine Spendenanfrage. Ehrenwerter Tiedemann Wallendorp. Mein Name ist Olaf Sasse und ich leite das Seemannsheim in Lübeck. Zu uns kommen die verunglückten Seeleute, die nicht mehr arbeiten können und auch sonst niemanden haben, an den sie sich wenden könnten. Natürlich ist diese Aufgabe auch mit hohen Kosten verbunden. Deshalb sind wir auf Spenden der großzügigeren Bürger unserer Stadt angewiesen. Würdet ihr uns 2.200 Mark spenden, damit wir die nächsten Wochen über die Runden kommen? Die Bürger dieser Stadt werden dies auch bestimmt wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Über eine Antwort innerhalb der nächsten 7 Tage würden wir uns sehr freuen. Ja, Leute, ich würde mal sagen, unsere Hochzeit steht bevor. Außerdem haben wir noch diese... Naja, in der Stadt sind wir wahrscheinlich noch so ein bisschen verrufen als so ein Kleinkrimineller. Deswegen spenden wir locker. Das können wir uns auch locker leisten. Sehr schön. 43.000. Läuft. Läuft bei Tiedemann. So. Nix da, außer eine Sache. Die läuft nicht. Okay, Bier ist hier nicht zu verkaufen. Eisenbahn. Ach komm, wir wollen aber in Aalborg. Komm, 5 bewahren wir noch für Aalborg auf.
Fisch können wir komplett verkaufen, das ist gut. Fleisch brauchen wir selber. Gewürze sind hier auch noch da. Nehmen wir noch einmal ein Fass mit. Und ansonsten Honig. Oh ja, Keramik ist ein bisschen zu verkaufen. Leder kann man hier durchaus nochmal einkaufen. Gut. Wein brauchen wir uns für uns selber und die Wolle nehmen wir auch mit. Was ist hier noch manchmal zu holen? Warum ist Fleisch? Hier wird doch Fleisch produziert. Leder ist auch nicht so toll. Manchmal gibt es hier noch Erz, aber auch das nicht. Ja, nee. Also das hat sich nicht wirklich gelohnt. Malmö. Dann geht es weiter noch nach Aalborg. Ich hoffe, 16. Dezember ist doch der... Ich gucke nochmal. Sicherheitshalber nicht, dass ich irgendwie das verpenne hier. War das der 16.? Das war der 16. Okay, dann müssen wir kurz nochmal die Schiffe markieren. Aalborg brauchen wir jetzt... Wie lange? 2 Tage. 12. Ja, das müsste hin. So. Wir haben das nächste Richtfest. Ja, das sind... Jetzt ist auch das Sägewerk fertig. Sehr schön. Und jetzt wollen wir schauen. Erstmal Aalborg. Ne, hier ist nichts los. Und dann wird verkauft. Wir werden jetzt hier zu generösen Preisen verkaufen. Weil wir hier beliebt werden wollen. Die Eisenwaren gehen auch weg. Fleisch geht nicht weg, Gewürze auch nicht, die brauchen wir selbst. Honig können wir komplett verkaufen, sehr gut. Leder könnte man noch ein bisschen einkaufen. Wisst ihr was? Naja, nee, Quatsch, das ist Unsinn. Wolle verkaufen wir auch mal, einfach um uns ein bisschen beliebt zu machen. Sogar komplett. Und dann hoffe ich, es gibt Eisenerz, ja, das gibt es. Sehr schön, damit haben wir erstmal einiges wieder an Vorrat. Fleisch werden wir auch noch einkaufen. Das Fleisch ist ein bisschen knapp. Wisst ihr was, wir sind jetzt mal ganz großzügig, weil wir Hochzeit haben, kaufen wir auch mal teuer ein. Und wir wollten vielleicht Getreide verkaufen, um uns hier noch weiter einen Namen zu machen. Was könnte man hier noch holen? Leder manchmal. Oh, die Lederpreise sind sehr gut. Gut. Und wo wir hier... Das haben wir irgendwie hier noch nie gekauft. Kaufen wir mal Tran. Okay, jetzt wollte ich mit der Holzwurm bitte einmal Getreide verkaufen, um der Stadt hier was Gutes zu tun. Und dafür kaufen wir dann zweimal direkt nochmal Holz ein. Obwohl, wir haben ja jetzt selber ein Sägewerk. Mal gucken, wie viel wir da produzieren. So, das war's. Jetzt fahren wir nach Hause. Und ich hoffe, kein Pirat hält uns jetzt noch davon ab, unsere Braut zu ehelichen. Ab geht's. 13., 14., 2 Tage, relativ knapp. Puh, Stolz des Kremes ist da, sehr schön. Gleich mal alles erstmal aufs Kontor, damit wir, wenn die Hochzeit, ja, sehr gut, 60 Bier, Eisenerz, Fleisch darf nicht verkauft werden, da müssen wir aufpassen. Leder, Tran, Wein, sehr gut. Jetzt müssen wir erstmal hier unserem Verwalter sagen, Fleisch mal kurz aus dem Verkauf nehmen. Noch irgendwas. Bier hatten wir 20 gesagt. Fisch ist okay. Honig wird sowieso nicht so schnell verkauft. Wein verkaufen wir auch nicht. Das ist in Ordnung. Sehr gut. Sehr gut. Die Holzwurm. Das geht auch nochmal ins Kontor. Okay, ich hoffe, 15 Getreide reicht für diese Hochzeit. So. Hier ist nichts. Hier ist höchstens noch ein Einbrecher. Aber wir schauen uns jetzt mal unsere Betriebe an. Was haben wir hier? Hier sind nicht mehr ausreichend Arbeiter vorhanden. Na, sowas. Er produziert 8,7 Holz in der Woche. Das ist doch... anständig. Das ist doch anständig. Und was wird hier? Aha. Seht ihr, er verbraucht Holz 3,5 und er verbraucht Holz 2,1. Das heißt, wir haben 5, fast 6 Verbrauch und produzieren ja
ein bisschen mehr, als wir verbrauchen. Ich denke mal, wir bräuchten eigentlich schon das nächste Sägewerk, weil Holz ist echt Mangelware. Aber dazu fehlen uns die Leute. Was ist hier los? Wohnraum ist knapp und 11 Bettler sind nur da. Oh Leute, ich glaube, unsere Bautätigkeit muss mal stärker werden. Das Kaufmannshaus ist auch noch nicht fertig. Schaut euch mal an, 95%. Also das ist klar, was wir als nächstes tun müssen. Heiraten und Fachwerkhäuser und noch ein Kaufmannshaus bauen. Jetzt geht's richtig ab. Und ich glaube noch ein... Ach nee, wir brauchen erstmal Bettler holen. Wir brauchen auch noch Bettler. Da könnten wir ein bisschen Armenspeisung veranstalten. Aber das ist jetzt gerade ungünstig, weil wir müssen ja eine Hochzeit ausrichten. Gott, oh Gott, was alles zu bedenken ist, Leute. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinball.